Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin im November 48 Jahre alt geworden. 32 dieser 48 habe ich in der Textilindustrie verbracht. Ich habe Baumwollballen aus LKWs geladen, ich habe beim Aufbau von Unternehmen geholfen und ich habe deren Schließung miterleben müssen. Ich habe in diesen 32 Jahren so ziemlich jedes Land der Welt bereist, das auch nur ansatzweise irgendwas mit Textil zu tun hat. Und die Textilindustrie, liebe Freundinnen und Freunde, ist eine der vernetztesten Industrien der Welt. Mitte der 90er war das Land Usbekistan das drittgrößte Baumwollanbaugebiet der Welt. Mit Baumwollfeldern doppelt so groß wie Bayern. Ein Kilo Baumwolle braucht 1500 Liter Wasser, um zu wachsen. 3 Jahre später gab es dort keine Baumwolle mehr. Heute ist Usbekistan Wüste. Die gnadenlose Ausbeutung der Ressourcen hat innerhalb von nur 3 Jahren dazu geführt, dass die Lebensgrundlage der Menschen dort verschwunden ist. Und so geht es weiter. Was ich in diesen 32 Jahren gelernt habe, ist, dass die einzige Wirtschaft, die erfolgreich sein kann, nachhaltige Wirtschaft ist. Wirtschaft auf Kosten anderer, die Verlagerung von tatsächlichen Kosten in andere Länder, ist nicht die Lösung. Danke. Wenn wir Produktionen nach Asien verlegen, wohl wissend, dass dort unsere Standards nicht eingehalten werden und akzeptieren, dass jedes Jahr 30.000 Menschen durch den Umgang mit Pestiziden sterben, dann ist das auch ein Problem der europäischen Kultur, auch ein Problem der deutschen Kultur. Es sind die Textilien, die wir tragen. Subventionen in die Landwirtschaft, liebe Freundinnen und Freunde, zerstören die Arbeitsplätze in Afrika. Wir exportieren jeden Tag ungefähr 20 Container an Fleisch und Schlachtresten nach Afrika zu einem Preis, der es den dortigen Bauern unmöglich macht, auch nur ein Hühnchen zu züchten. Wir kreieren als Europäer unsere Flüchtlingskrise selbst, liebe Freundinnen und Freunde. Wir leben in der Zeit des Internets. In den nächsten Jahren werden Ballons in der Stratosphäre fliegen über Afrika und auch den letzten Winkel Afrikas mit Internet versorgen. Jeder hat die Möglichkeit zu sehen, wie wir leben. Und selbstverständlich fragen sich die Menschen, warum gehen wir denn nicht dorthin, wo die ganzen tollen Sachen zu so günstigen Preisen herkommen, dass wir selber nicht in der Lage sind, sie zu produzieren. Nachhaltige Wirtschaft trifft selbstverständlich auch die Energie. Ich stehe hier für die kleinen und mittleren Unternehmen und ich kann Ihnen versichern, dass ein Großteil dieser Unternehmen längst kapiert hat, wo die Reise hingeht. Wir wissen, dass Kohle, Öl und Gas am Ende sind. Wir haben es längst verstanden. Aber die Regierung verhindert, dass Fortschritt erzeugt wird. In den letzten 6 Jahren ist Stillstand erzeugt worden. In meinem kleinen Unternehmen stellen wir unter anderem Wärmespeicher her. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die von der Regierung verabschiedet wurden, verhindern jeden Fortschritt. Liebe Freundinnen und Freunde, es stehen Hunderte von Unternehmen in Deutschland bereit, die Energiewende zu unterstützen. Es stehen 50 bis 60 Forschungsinstitute bereit, die Energiewende zu unterstützen. Wir müssen diese Innovationskraft befreien. Wir müssen die Unternehmen mit ins Boot nehmen. Denn nur wenn wir die Industrie mit ins Boot nehmen, wird ein schneller Umstieg und ein schneller Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas gelingen. Dafür stehe ich hier. Wir sind als Grüne einen weiten Weg gegangen. Aber im Bereich Energie stehen wir immer noch am Anfang. Wir reden über die erneuerbare Erzeugung von Strom. Wärme und Mobilität liegen noch vor uns.
Und wie wir alle wissen, ist über 50% des Primärenergiebedarfs auf der Basis von Heizung zu finden. Wir haben hier noch jede Menge Aufgaben. Wir Grüne werden mehr gebraucht als jemals zuvor. Wir stehen heute am Scheideweg. Wir haben 6 Jahre verloren, in denen nichts passiert ist. Heute hat China die 3- bis 4-fache Menge an Windenergie als wir. Wir waren einmal Vorreiter. Und ich möchte, dass die deutsche Industrie wieder Vorreiter wird bei der Klima. Liebe Freundinnen und Freunde, vor 2 Tagen war ich an der Grenze von Mazedonien und habe einen Grenzzaun gesehen. Ich bin Oberfranke und ich bin in der Nähe von einem Grenzzaun aufgewachsen. Als 1989 dieser Zaun gefallen ist, hatte ich Tränen in den Augen. Und ich war der festen Überzeugung, wir gehen in ein neues Zeitalter, ohne Zäune und ohne Mauern. Und was sehen wir heute? Wir sehen 3 Reihen Stacheldraht mit einem 4 Meter hohen Zaun an den Grenzen zu Europa. Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte weder Mauern in den Köpfen, noch möchte ich Mauern an den Grenzen. Die CDU-CSU wird von Angst getrieben. Meiner Meinung nach hat die CSU die Hosen voll. Sie laufen weg vor der AfD. Anstatt sich mit Argumenten gegen sie zu stellen, schließen sie sich ihnen an. Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Und ich möchte, dass die Menschen, die zu uns kommen, anständig und vernünftig behandelt werden. Ich stehe für ein geeintes Europa, für den schnellen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas, den Abbau von staatlicher Bürokratie für kleine Unternehmen, die Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich erneuerbaren Energien. Dankeschön. Zeit.